Herzlich willkommen zu der neuen Cup-Ausgabe. Im jetzigen Podcast werden wir das Thema Mobilität besprechen. Ich bin Claudio. Ich bin Lorenz. Und unsere Gäste sind Antonin Patt und Nils Jungblut. Ihr könnt euch mal selbst vorstellen. Mein Name ist Nils Jungblut. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber bei der ISO Services GmbH in Schaffhausen. Wir sind ein Beratungsbüro, was sich mit Ökobilanzen beschäftigt. Das heißt, wir untersuchen die Umweltbelastungen von Produkten und Dienstleistungen über den ganzen Lebensweg. Das benutzen wir zum Beispiel dazu, um verschiedene Verkehrsträger miteinander zu vergleichen oder den Gesamtkonsum. Wir haben zum Beispiel auch den WWF-Rechner zu Lebensstilen mit unterstützt, indem jeder selber die Umweltbelastung durch Transporte, Essen oder auch Wohnen berechnen kann. Gut, und mein Name ist Anthony Papp. Ich bin Professor für Klimaschutz und Anpassung an der ETH Zürich. Ich leite dort eine Gruppe von etwa 15 Wissenschaftlern und wir beschäftigen uns mit, sagen wir, zwei Fragen. Die erste Frage ist, welche Technologien und Verhaltensänderungen brauchen wir, um eine CO2-neutrale und klimaneutrale Gesellschaft zu erreichen? Und dann zweitens, welche politischen Maßnahmen sind am effektivsten, um diese Änderungen so schnell wie möglich voranzubringen? Danke für die Vorstellung. Zum Anfang vielleicht eine etwas allgemeine Frage, die ihr vielleicht in wenigen Sätzen versuchen könnt zu beantworten. Was denkt ihr, was ist das größte Problem in unserem aktuellen Mobilitätsverhalten? Naja, es gibt ja verschiedene Bereiche der Mobilität. Einmal gibt es die private Mobilität. Dort ist das Auto der Hauptumweltschaden oder wird der Hauptumweltschaden durchs Auto angerichtet. Besonders problematisch ist auch der Flugverkehr, weil dort in sehr kurzer Zeit sehr hohe Umweltbelastungen anfallen. Also man hat in einigen wenigen Stunden eine riesige Umweltbelastung. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die geschäftliche Mobilität, also insbesondere die Warentransporte. Dort liegen die Verhältnisse auch teilweise anders. Es sind andere Probleme dort. Das ist der weltweite globale Handel, dass Waren mehrmals um die Welt gebracht werden, immer dorthin, wo der nächste Verarbeitungsschritt am günstigsten erfolgt. Ja, das sind so die beiden Themenbereiche, die es da gibt, würde ich sagen. Aus meiner Perspektive muss man die Frage stellen, ob es ums Klima geht oder um andere Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn es ums Klima geht, dann haben wir ein Problem und meiner Meinung nach nur ein Problem. Und das ist, dass wir fossile Energie für unsere Mobilität benutzen. Und wenn wir nur eine Sache ändern könnten, und das wäre von fossiler Energie auf erneuerbare Energie, würden alle klimarelevante Probleme mit unserem Mobilitätssystem praktisch gelöst. Aber das ist nicht unser einziger Zweck. Ich glaube, es gibt andere Probleme mit unserer Mobilität. Und das ist zum Beispiel, dass wir in Städten viele Autos benutzen und die Lebensqualität in den Städten viel weniger geworden ist, seitdem es so viele Autos auf den Straßen gibt. Also es wäre auf andere Gründe schön, wenn wir weniger Auto fahren würden, wenn wir weniger fliegen würden und so weiter. Aber für das Klima ist das größte Problem, dass wir einfach fossile Energie für die ganze Sache benutzen. Ja, als Ökobilanzierer würde ich da schon ein bisschen einhaken. Es reicht nicht nur darauf zu schauen, was aus dem Auspuff kommt. Auch bei der sogenannten CO2-freien Mobilität, zum Beispiel Elektroautos, stecken sehr viel Umweltbelastung dahinter, auch Klimabelastung unter Umständen, die halt im Lebensweg anfallen von den Batterien, von der Herstellung der Fahrzeuge und so weiter. Deshalb reicht es nicht, jetzt nur zu schauen, was aus dem Auspuff kommt, sondern so oder so, denke ich, muss die Mobilität reduziert werden, die Kilometer, die gefahren werden einerseits,
und auch der Anspruch, wie soll ich sagen, an den Luxus der Mobilität, also wie viel Platz ich zum Beispiel in einem Auto beanspruche, denke ich, muss reduziert werden. Also auch ein Tesla ist nicht eine Lösung der Mobilitätsfrage, sondern die Mobilitätsmittel müssen auch immer angepasst sein an den Zweck der Fortbewegung und nicht mehr bieten als die Fortbewegung, so würde ich es mal ausdrücken. Also nicht größer sein als nötig. Das heißt zum Beispiel dort, wo es geht, vielleicht mit dem Elektrofahrrad lieber fahren statt mit dem Tesla. Auf jeden Fall, es geht um mehr als das Auspuff. Aber immerhin, also wenn man denkt von einer rein erneuerbare Energien basierende Elektromobilität. Man muss auch dann sich fragen, was für Energie brauchen wir für die Herstellung unserer Technologien, für unsere Autos, für unsere Velos, für unsere Straßen. Also rein mathematisch, wenn jedes Auto auf der Straße mit rein erneuerbarer Energie hergestellt wird, und mit rein erneuerbarer Energie fährt, auf Straßen, die mit rein erneuerbarer Energie hergestellt werden, dann haben wir keine CO2-Emissionen. Aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit und ist abhängig nicht nur davon, was wir in der Schweiz machen, sondern auch, was Leute in andere Länder machen, wo zum Beispiel die Autos hergestellt werden. Und natürlich, wenn wir kleinere oder weniger Autos fahren, dann brauchen wir weniger Energie insgesamt. Und das reduziert auch den Fußabdruck von unserem Energiegewinn, weil in Zukunft wird unsere Energie vor allem Solarenergie sein. Und wenn wir weniger Solarenergie brauchen, dann bedeutet das weniger Landfläche, die wir für Energiegewinn brauchen, natürlich. Gut, danke vielmals. Dann kommen wir auch schon mal so zur ersten Maßnahme, also konkret wollen wir mit euch über die Maßnahme 1.1 reden. Dort wird ein Moratorium für neue Infrastruktur bis 2030 vorgeschlagen. Was würde das jetzt konkret für den Mobilitätssektor bedeuten? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, in unsere Pläne für den Mobilitätssektor sehen wir tatsächlich ganz viel Infrastruktur. Und meiner Meinung nach ist die Lösung fürs Klima, also ein großes Teil von der Lösung von Klimawandel geht um neue Infrastruktur und andere Infrastruktur, als wir jetzt haben. Wir werden zum Beispiel, wenn mehr Leute öffentliche Verkehrsmittel benutzen, bräuchten wir mehr öffentliche Verkehrsmittelinfrastruktur. Wenn wir Umsteig auf E-Mobilität von Benzin und Diesel, bräuchten wir neue Kapazität für Stromleitungen und so. Also wir bräuchten für die Dekarbonisierung von Mobilität deutlich Infrastruktur, aber die sind alle in dieser ersten Maßnahme Ausnahme. Also die sind erlaubt. Die andere Sachen, dass wir keine neue Straßen bauen und so, das würde, ist ein bisschen schwer zu sagen, was in 9 Jahren tatsächlich passieren würde. Wahrscheinlich werden wir ein bisschen, wir werden mehr Leute auf die existierenden Straßen sehen und das würde Leute also dazu bringen, wahrscheinlich weniger Auto zu fahren und mehr zu Fuß oder mit dem Velo zu fahren. Ja, ich kenne jetzt die Beschreibung der Maßnahme nicht im Detail. Grundsätzlich würde ich erstmal davon ausgehen, dass mit einer Erhöhung der Transportkapazität auch immer mehr Transport einhergeht. Also wenn ich mehr Straßen baue, kommen mehr Autos auf die Straße. Wenn ich mehr Bahngleise baue, kommen mehr Bahnzüge da drauf. Oder wenn der Zug nach Genf schneller fährt, dann pendeln dort mehr Menschen. Also ja, eine Erhöhung der Transportkapazität, denke ich, sollte man vermeiden.
Ein Umbau der Infrastruktur wird aber sicherlich nötig sein. Hier in Schaffhausen haben wir jetzt abgestimmt über Elektrobusse. Jetzt ist eine große Baustelle am Bahnhof dafür, damit die Ladestationen dort gebaut werden. Also das ist, denke ich, auch nötig, das zu machen. Ja, die Perspektive 2030 ist natürlich sehr kurzfristig wahrscheinlich für solche wirklich großen Projekte wie den Gotthardtunnel und so weiter. Braucht es wahrscheinlich noch eine langfristigere auch Perspektive, damit da überhaupt irgendwas Sichtbares passiert, weil die Verträge wahrscheinlich für die nächsten 5 Jahre auch schon unterschrieben sind und man da vielleicht auch gar nicht mehr rauskommt oder so aus Verträgen. Aber das sind Dinge, da kenne ich mich jetzt im Detail auch nicht so aus, muss ich sagen. Ja, du sprichst eine Umverteilung der Verkehrsmittel an und das wird auch in Maßnahme 2.1 vorgeschlagen. Dort geht es um eine Hierarchie, bei der der Fußverkehr an erster Stelle stehen soll und dann der Veloverkehr, das ÖV, die Schiene und dann erst die Straße und zum Schluss noch die Luft. Hm. Was denkt ihr, wie würde eine solche Verkehrsplanung unsere Mobilitätsverhalten verändern? Was wären die Folgen von einer solchen Planung mit dem Fußverkehr im Fokus? Erstens, ich glaube, in der Schweiz, wir tun dies schon ziemlich gut. Wenn man die Schweiz mit anderen Ländern vergleicht, benutzen wir viel mehr ÖV und viel weniger Auto. Wir gehen ziemlich viel zu Fuß. Und viel mit dem Velo im Vergleich zu anderen Ländern mit ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Dänemark oder Holland. Und wir tun dies aus Gründen, die nicht unbedingt mit dem Klima einen Zusammenhang haben, sondern um unsere Raumplanung. Also wollen in kleinere Dörfer wohnen. Ich wohne in einem Dorf, also auf dem Land, und meine Kinder können zu Fuß zur Schule und in kaum anderen Ländern ist das wirklich möglich für so viele Kinder. Also ich glaube, diese Umstellung, die ist eher so eine weitere ein weiterer Fortschritt in die Richtung, wo wir schon gegangen sind. Und es wäre nicht so drastisch sein. Es wäre Switzerland ein bisschen mehr Swiss machen, als schon der Fall ist. Ja, ich finde es auch schwierig. Wie soll ich sagen? Ich würde jetzt sagen, Fußverkehr und Veloverkehr würde ich auch gleich behandeln, würde ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen. So beim Fußverkehr ist es wahrscheinlich, ja, vor allem auch zum Beispiel, ich habe ein kleines Kind, vielleicht so die Sicherheit auf den Wegen, geht es weniger darum, jetzt mehr Fußwege zu bauen, sondern vielleicht die Sicherheit und Attraktivität zu erhöhen, denke ich, beim Veloverkehr, ja, auch dort sicherlich vielleicht eben die Sicherheit zu erhöhen gegenüber dem Autoverkehr. Sind sicherlich wichtige Maßnahmen, finde ich so. Ist natürlich auch keine ganz kurzfristige Sache oder so, die man jetzt wirklich damit erreichen kann oder so, ne? Mit der Förderung. Also ich glaube, wichtiger ist beinahe auf der anderen Seite, schwieriger zu machen, mit dem Flugzeug und mit dem Auto zu fahren. Das bringt wahrscheinlich für den Klimawandel mehr als jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt noch wahnsinnig viel Geld meinetwegen in die Infrastruktur für Fußwege oder so zu stecken. Das wäre jetzt ein bisschen mein Gefühl. Aber eben, wie gesagt, das sind jetzt so Themen, wo ich mich jetzt auch nicht groß mit professionell beschäftige oder so. Dann bei Maßnahme 2.2 wird auch davon gesprochen, dass es eine Umverteilung der bestehenden Infrastruktur zugunsten des Langsamverkehrs, wie auch ÖV und Sharing-Angebot, etwas auch eine Verkehrsrevolution bewirken soll. Denkt ihr, die reine Veränderung der Infrastruktur kann dies erreichen, also dass auch mehr Menschen effektiv Velo und fahren und halt auch mehr zu Fuß zurückgelegt wird? Oder denkt ihr, es braucht noch zusätzliche Anreize neben der reinen Infrastruktur? Also nach meinem Gefühl reichen Anreize nicht aus, sondern es braucht auch klare Verbote und
Verbote heißt jetzt meinetwegen Verbot von fossilen Treibstoffen, ja, wirklich auch den Autoverkehr schwerer mache, ne? Weil das Auto einfach sehr attraktiv ist, sehr bequem ist und diese Bequemlichkeit muss irgendwo wegfallen. So. Also ich glaube, es braucht beides. Auf der einen Seite natürlich die ermöglichen die ja. Alternativen, aber sozusagen das, was klimaschädlich ist, muss auch erschwert oder schwieriger werden. So. Ja, aus meiner Perspektive, ich fahre Auto, ich wohne auf dem Land und ich muss für manche Sachen Auto fahren, zum Beispiel im Winter tue ich gerne langlaufen und dafür muss ich ein paar Kilometer hinfahren mit dem Auto. Aber ich fahre auch ganz viel Velo und ich fahre jeden Tag 2 Stunden Velo zur Arbeit und zurück. Und sagen wir, die Hälfte von der Strecke ist sehr angenehm und die andere Hälfte nicht unbedingt. Weil es ist auf Straßen, wo sehr viele Autos sind, wo die Autos fast 100% jetzt Benzin oder Diesel benutzen und die Luft ist schwer zu atmen. Und mit weniger Autos auf den Straßen und mit mehr Velowege wäre vielleicht die ganze Strecke wirklich schön sein und für meine Gesundheit noch besser sein. Also es könnte viel bringen, es angenehmer zu machen für die Leute, die mit dem Velo fahren oder auch zu Fuß mitten in der Stadt. Wir haben in meinem Dorf ein bisschen hier gemacht. Wir haben einen Fußweg durchs Dorf und die Pläne waren, dieses auf einem, also zu verbreiten, damit auch Motorfahrzeuge fahren könnten. Und das haben wir blockiert und es bleibt ein Fußweg und ist einfach schön für das ganze Dorf. Ja. Die Maßnahme 2.4 beschreibt etwas diesen Punkt mit reinen Fußgängerzonen. Und zwar geht es dort um eine Vision, die Städte in der Schweiz bis 2025 komplett autofrei zu haben. Aber so etwas passiert ja nicht von heute auf morgen. Was könnt ihr euch als erste Schritte zu diesem Ziel vorstellen? Also dies ist eine Richtung, wo man in viele Städte schon sieht, dass also viele Städte um die Welt wollen autofreier werden. Und meiner Meinung nach muss es in einem Kerngebiet von der Stadt anfangen. Also man könnte sich vorstellen, in den größeren Städten in der Schweiz, dass man eine autofreie Zone hat und dass dies von Kern nach außen sich vergrößern könnte. Und das wäre wohl möglich. Und dass immer mehr von den Stadtteilen in diese autofreie Zonen zuwachsen könnten. Ja, wie soll ich sagen, eben von der Idee her finde ich es sehr gut mit den autofreien Städten. Ist wahrscheinlich eher auch eine Frage der politischen Umsetzbarkeit. Also hier in Schaffhausen drehen sich die Diskussionen zum Beispiel um die Parkplätze seit 10, 20 Jahren. Wäre sicherlich ein guter erster Schritt, die zum Beispiel ebenerdigen Parkplätze hier zu schließen, weil Parkhäuser gibt es eigentlich genug. Das ist ein kleiner Schritt, um wie auch aus der Innenstadt die Autos noch mehr aus dem Sichtfeld zu nehmen und vielleicht einen kleinen Tick unbequemer zu machen, die Anreise mit dem Auto. Das sind natürlich so Schritte, die man dann machen kann. Ne? Hier in Schaffhausen diskutieren wir jetzt auch über diesen autofreien Sonntag zum Beispiel, aber es ist halt auch in der politischen Umsetzbarkeit halt nicht immer einfach, diese Dinge so umzusetzen, würde ich sagen. Du hast vorhin schon Verbote angesprochen. Um diese geht es in Maßnahme 2.6 und 2.7, und zwar die Verbote von fossilem Treibstoff. Ich frage mich jetzt so etwas, wie kann verhindert werden, dass einfach die großen, modernen Elektroautos zu den neuen Statussymbolen werden? Und wie eng sind diese Maßnahmen mit den Verboten, mit den anderen Maßnahmen verknüpft? Also ich meine jetzt
wenn zum Beispiel alles auf Elektromobilität umstellen würde, aber trotzdem gibt es keine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeiten und keine Begrenzung des maximalen Gewichts der Autos, ob dann die E-Mobilität nur das Problem verschärfen würde, statt es zu lösen. Was denkt ihr, wie eng sind diese Maßnahmen miteinander verknüpft? Ich sehe sie als nicht so eng miteinander verknüpft. Meiner Meinung nach, die Maßnahmen 2.6 und 2.7 sind die zwei, zumindest fürs Klima, wichtigsten Teile von diesem Maßnahmenpaket, weil wir wissen, dass unsere Emissionen in der Schweiz sind abhängig davon, ob wir Benzin oder Diesel verbrauchen. Und also man kann ein Elektroauto bauen, das entweder groß ist oder klein. Und man kann sogar schnellere E-Autos bauen als Benzin- oder Dieselautos. Aber ich glaube, wir wollen auch in einer Gesellschaft wohnen, das sicherer ist. Und wir wissen, dass unsere Städte viel, viel sicherer sind für Fußgänger. Und das macht Velofahren und zu Fuß zu gehen attraktiver, wenn die Leute tatsächlich langsamer fahren. Wir wissen, dass unsere Straßen sicherer sind, wenn die Autos kleiner sind. Weil wenn es um Unfälle geht, dann kleinere Autos verursachen viel, viel weniger Probleme. Also meiner Meinung nach sind sie voneinander Abknüpfer. Also die Leute, vielleicht, also ich würde gerne in einer Welt leben, wo es keine Status-Symbols gäbe. Es wäre schön, wenn Autos überhaupt kein Status-Symbols wären. Aber wenn ein Auto ein Status-Symbol sein sollte, dann meiner Meinung nach ist es besser, dass es ein schnelles E-Auto ist als ein schnelles Diesel-Auto. Der eine hat also 100-mal so viel Auswirkungen auf die Umwelt als der andere. Ja, ich würde sagen, eben mit den Statussymbolen liegt leider scheinbar in der menschlichen Natur, so meine Meinung. Es ist fast unmöglich, das rauszukriegen. Das gibt es auch bei den Mountainbike-Fahrern und bei den E-Bike-Fahrern, wo wir das gleiche Problem haben. Ursprünglich waren die E-Bikes wirklich für diejenigen, die den Berg nicht hochgekommen sind. Jetzt, wenn man jetzt in den Bergen unterwegs ist, fahren alle mit dem E-Mountainbike dort hoch, auch die 20-Jährigen, wo man denken würde, ja, die sollten ja eigentlich fit sein und das als Sport sehen. Finde ich, ist halt natürlich wie so mit ein Grund dieser Schwierigkeiten, überhaupt was zu erreichen, glaube ich, ne, mit den Statussymbolen, dass die Menschen doch immer sehr stark danach streben, wieder mehr zu haben als andere in allen Bereichen. Ja, das ist wahrscheinlich eben auch nur rein mit dem Geld sozusagen das zu regeln nicht ausreicht, weil es in der Schweiz genug Menschen gibt, für die Geld auch nicht so der limitierende Faktor ist. Bei solchen Fragen habe ich so das Gefühl, ne? Also mit irgendwie nur einem höheren Benzinpreis oder so wird man das nicht kaum regeln können. Kann es natürlich auch vielleicht noch mit mehr Bevorzugung vielleicht regeln, mit einer Sonderspur eben, wo dann wirklich nur die Kleinstautos und die E-Bikes fahren dürfen und eben nicht der Tesla und der Tesla muss dann halt die andere Spur nehmen mit den Autos, die zu groß und zu schwer sind oder so. Ne? Also dass es nicht nur übers Geld läuft, sondern auch über vielleicht andere Bevorzugungen der sinnvollen Lösung. So. Vielleicht gleich noch zur E-Mobilität. Die Elektromobilität gilt als Innovation. Denkt ihr, dass mit solchem technischen Fortschritt das Klimaproblem gelöst werden kann? Vielleicht auch etwas im Hinblick auch auf den Flugverkehr. Wird es irgendwann möglich sein, quasi klimafreundlich zu fliegen ohne fossile Treibstoffe oder ist das eine Illusion? Meiner Meinung nach können wir das Klimaproblem nicht ohne diese technischen Lösungen
technische Sachen lösen, wenn man nur Verhaltensänderungen macht. Man braucht die technischen Maßnahmen. Beim Straßenverkehr braucht man die E-Fahrzeuge, die mit erneuerbarem Strom getankt werden. Mit Flugzeugen brauchen wir die alternative Treibstoff, die CO2-neutral hergestellt werden können. Mit Flugverkehr ist es ein bisschen schwierig, weil wir wissen, das ist nicht nur die CO2-Emissionen, die Klimawandel verursachen, sondern auch die anderen Gase, die aus den Treibwerken kommen. Und dafür bräuchten wir auch Lösungen. Aber ich glaube, in der Zeit, wo unser Ziel war, unsere Emissionen zu reduzieren, dann konnten wir das vor allem mit Verhaltensänderungen machen. Aber wo unser Ziel die komplette Abschaffung von Treibhausgasemissionen ist, brauchen wir, sagen wir zu 80%, die technologische Veränderungen. Aber man muss sagen, wir brauchen die überall. Also wenn nur unsere Autos elektrisch sind, aber immer noch in einem Industriesystem hergestellt werden, wo fossile Energie gebraucht wird, dann löst das auch nicht das Problem. Ja, es gab ja mal vor auch wahrscheinlich bald 20, 30 Jahren das Buch mit dem Faktor 4. Und wo es ja schlussendlich darum geht, einerseits Effizienz und andererseits Suffizienz zu erreichen. Ich denke, bei der Effizienz haben wir natürlich schon wahnsinnig viel erreicht in den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren. Also viele Dinge sind wirklich sehr viel besser geworden. So. Aber dieser ganze Fortschritt wurde eigentlich immer aufgefressen, wenn es jetzt um die Gesamtumweltbelastung geht, von dem mehr an Konsum. Ne? Also wir stagnieren eigentlich seit 10, 20 Jahren in der Schweiz bezüglich der verursachten Umweltbelastung, sind wir ungefähr auf einem Niveau geblieben. Wir haben natürlich sehr viel höheren Lebensstandard erreicht in der Zeit, aber wir haben keine Reduktion der Umweltbelastung erreicht durch diese Effizienzmaßnahmen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es auch die Suffizienz, also die Reduktion des Konsums braucht, weil eigentlich bisher alle Erfolge, die wir durch Effizienz erreicht haben, wieder aufgefressen worden sind durch zu mehr Konsum. Ja, Suffizienz, das wird häufig auch etwas falsch verstanden und mit Verzicht gleichgestellt. Denkst du, Suffizienz bedeutet gleich Verzicht? Ja, es bedeutet eine andere Zufriedenheit. Also die Zufriedenheit nicht darin zu suchen, wie weit bin ich jetzt verreist und wie viele Städte habe ich in einer Woche abgeklappert oder solche Dinge. Also sich nicht die Zufriedenheit immer daran zu messen, wie viel ich konsumiert habe, wie viel ich gemacht habe, sondern vielleicht auch zu versuchen, die Zufriedenheit eben auch zum Beispiel wieder durch Reisen zu finden, die halt nicht so weit weggehen, also vielleicht weiter zu verreisen, aber jetzt nicht zu meinen, nur in Australien kann ich glücklich werden oder nur in Neuseeland kann ich glücklich werden. Ich habe schon mehrere Leute gehört, die in Neuseeland waren und dann in der Schweiz fanden, hier ist ja genauso schön wie in Neuseeland, aber irgendwie zählt Neuseeland halt irgendwie auf der, wie soll ich sagen, Skala dann halt mehr, wenn man so weit weg war. Und diese Dinge, die müssen wir lernen, eben auch eine Zufriedenheit zu finden, ohne dass es immer darum geht, mehr zu haben. So. Ja, das ist sehr interessant. Dann kommen wir auch so etwas zu einem anderen Themenbereich, nämlich bei Maßnahme 2.14, Punkt 9, Entschuldigung, geht es darum, eine Straßennutzungsgebühr zu fordern. Das heißt eigentlich, dass man Geld zahlen muss für die in Abhängigkeit von gefahrener Distanz und Fahrzeugtyp. Die Frage ist natürlich jetzt auch zum Beispiel in ländlichen Regionen, wo man zum Beispiel auf ein Auto angewiesen ist, wie kann man das
Wie kann man solch eine Maßnahme durchsetzen, dass sie auch sozial verträglich ist? Ja, ich bin für diese Maßnahme verantwortlich. Und ich lebe auch in einem ländlichen Gebiet, wo man eigentlich Auto fahren muss. Die Tatsache ist, in Zukunft werden wir kein Diesel oder Benzin mehr kaufen. Und die Steuereinnahmen werden fehlen. Und wir brauchen solche Steuereinnahmen überhaupt, um unsere Infrastruktur zu finanzieren. Und wir wollen auch nicht, dass Autofahren billiger wird, als es jetzt ist. Und bei einem Übergang zu E-Mobilität, erstens wird Autofahren billiger werden. Also ich fahre ein E-Auto und das ist deutlich billiger, als ein Benziner zu fahren. Und zweitens, ich fahre ein E-Auto und ich bezahle überhaupt keine Steuer für die Straßen, worauf ich fahre. Und das ist, es tut mir leid, das ist nicht fair. Ich sollte Steuer bezahlen. Und es wird eine Übergangszeit geben, wo manche Leute E-Autos fahren und anderen fahren Verbrennungsmotoren. Und in der Zeit vielleicht gibt es eine Doppelbesteuerung, wenn man nach Fahrzeugtyp und für den Treibstoff eine Steuer bezahlt. Aber ab, sagen wir, 2030 oder so, was vorgesehen ist, wo wir kein fossiler Treibstoff mehr gebrauchen, müssen wir unsere Steuer anders bezahlen. Und die soziale Verträglichkeit sollten nicht anders sein bei diesem Steuersystem als bei dem jetzigen. Also jetzt ist es also praktisch, man bezahlt Steuer auf dem Treibstoff, wo man kauft, abhängig davon, wie viel man fährt und wie groß das Auto ist, der Verbrauch vom Auto. Und es wäre das Gleiche beim neuen System. Zu dieser Steuer, könntest du zum Beispiel vorstellen, dass diese Gebühr abhängig davon ist, wie viele Alternativen das es gibt? Also zum Beispiel, dass Autofahren im urbanen Raum sehr teuer ist, und auf dem ländlichen Gebiet, wo es weniger Alternativen gibt, diese Gebühr oder diese Steuer etwas niedriger ist. Also es ist nicht nur Distanz und Fahrzeugtyp, sondern auch... Man könnte das machen, als, ja, das wäre eine Möglichkeit, weil in der Maßnahme ist dann vorgesehen, dass es eine Umweltsteuer gäbe. Und die Umweltkosten von Autofahren sind einfach viel höher in der Stadt als auf dem Land, wo es auch mehr Alternative gibt in der Stadt. Weil wenn man so viele Leute um sich herum hat, also die Konsequenzen von Lärm und einfach von Autos da zu sein, sind höher. Also das ist, egal ob es ein E-Auto ist oder ein Benziner, die Umweltkosten sind höher in der Stadt als auf dem Land. Ja, das wäre möglich. Ja, ich bin da aber jetzt auch kein Politikexperte. Ich denke, es ist halt immer wie, wenn man solche Dinge ändert, hat man immer mehr Widerstand von denjenigen, die was verlieren oder für die vielleicht auf der bisschen Verliererseite stehen. Und diejenigen, die dabei gewinnen, setzen sich dann meistens nicht so stark oder vehement für diese Dinge ein. Und, aber andererseits bin ich schon auch der Meinung, dass gewisse Fehlanreize natürlich oder eine Steuerungswirkung wird ja schlussendlich auch nur erreicht, wenn es gewissen Leuten dann wehtut und sie ihr Verhalten vielleicht ändern oder ihre Sachen ändern. Insofern kann man jetzt auch nicht alles ausgleichen, denke ich. Also wer auf dem Land wohnt und dort, der hat vielleicht andere Vorteile, er hat die saubere Luft und er hat die schöne Umgebung. Und er hat dafür den Nachteil, dass er halt vielleicht nicht ins Museum gehen kann, so schnell am Wochenende oder so. Und ich finde, man kann jetzt, muss da aufpassen, jetzt solche Dinge auch zu stark, finde ich, auszugleichen oder eben viel Anreize zu setzen, zum Beispiel viel Anreize mit irgendwelchen Pendlerpauschalen in der Steuererklärung. Schlussendlich wäre es natürlich aus Umweltsicht besser, wenn jeder möglichst dicht bei seinem Arbeitsplatz wohnt. Also, dass wir einerseits natürlich attraktiv, wohnen und arbeiten irgendwo wie
näher wieder zusammenbringen und dass es da keine Fehlanreize gibt durch solche Pendlerpauschalen, durch zu hohe, auch genauso ist auch die SBB-Verbindung zwischen Bern und Zürich irgendwo ein Fehlanreiz, wenn die Leute dann anfangen, zwischen Bern und Zürich zu pendeln, denke ich so, weil es aus Umweltsicht einfach ja keinen Sinn macht. So, ne? Die Bahn zwischen Bern und Zürich soll dafür da sein, dass man vielleicht mal zu einem Geschäftstreffen irgendwie nach Bern fährt oder ja, wenn man privat halt da jemand besucht, aber nicht um jeden Tag da hin und her zu pendeln. Und genauso kann es eigentlich auch nicht auf Dauer ein Dauerzustand sein, dass man jeden Tag 50 oder 100 Kilometer mit dem Auto fährt, sondern dann muss irgendwann eigentlich möglichst ein Anreiz da sein, entweder an die Arbeitsstelle zu ziehen oder halt Arbeitsstellen in der Nähe auch im ländlichen Gebiet stärker zu schaffen, würde ich so denken. Also wir reden hier jetzt auch sehr viel über so verschiedene, teilweise auch politische Maßnahmen. Und dort ist natürlich auch so etwas die Kommunikation ganz wichtig. Also es gibt da ein gutes Beispiel bei Maßnahme 2.14. Dort wird zum Beispiel ganz konkret gefordert, dass der Ausbau des dritten Hafenbeckens in Basel zu stoppen sei. Also es wurde dort auch ein Referendum ergriffen. Aber das Volk hat dieses Hafenbecken angenommen. Jetzt speziell in der Kommunikation, wie kann man der breiten Bevölkerung auch etwas vermitteln, so in Bezug zu Wirtschaftswachstums, im Kontrast zu jetzt zu auch Umweltargumenten, in diesem Fall halt auch etwas in der Mobilität. Ich bin überhaupt keine Expert, wenn es ums dritten Hafenbecken in Basel geht. Aber was zu bemerken ist, ist, dass mehr als die Hälfte von dem Gütertransport über den Hafen in Basel ist fossile Energie. Also unser Erdöl kommt vor allem durch Basel in die Schweiz. Und in Zukunft werden wir kein Erdöl benutzen. Und das heißt, wir waren etwa die Hälfte von der Kapazität vom Hafen in Basel. Ich glaube, für viele Leute ist es tatsächlich unvorstellbar, dass wir innerhalb ein Jahrzehnt oder sowas kein Verbrennungsmotorenautos mehr kaufen werden. Und wenn man das nicht vorstellen kann, glaubt man nicht unbedingt, dass wir kein Erdöl importieren werden. Aber es muss so sein und es geht auch schon in diese Richtung. Also dass unser Verbrauch von Erdöl, die Infrastruktur, die wir jetzt bauen, wird in Zukunft viel weniger Erdöl gebrauchen. Also wir haben schon Gebäudestandards, wobei man kein neues Heizungssystem mit Öl befeuern darf. Und das muss eigentlich klar kommuniziert werden, damit man dann sieht, ja, eigentlich ist es ein Ausbau von dem Hafen in Basel wäre die Lösung von einem Problem von gestern und nicht von morgen. Also ganz konkret denkst du so auch so etwas einen visionären Geist in der Bevölkerung erwecken? Ja, so grundsätzlich kann man Leute nicht so einfach verändern, oder? Also man kann nicht einfach die Wahrheit sagen und da alle Leute sagen, oh ja, das ist die Wahrheit und dann wähle ich anders. Das passiert einfach nicht. Aber man kann ganz klar sein, dass wir in eine Richtung gehen und das findet schon statt, dass wir in die Richtung E-Mobilität heizen, nicht mit Öl, dass wir in diese Richtung gehen und gehen schneller, als man tatsächlich glaubt. Und deswegen wäre es eine Geldverschwendung, diese Hafen zu vergrößern, wo die Hälfte vom Markt für diese Hafen einfach verschwindet. Ja, ich finde es recht schwierig, was dazu sagen, wie man das jetzt erreichen kann. Ich denke eben, es ist ja ein hohes Gut, auch dieser Referenden in der Schweiz so, dass das natürlich sehr wichtig ist, dass die Bevölkerung darüber abstimmen kann, über solche Sachen.
aber es macht es eben nicht gerade einfacher, Dinge zu ändern, ist so mein grundsätzliches Gefühl, in alle Richtungen. Und das Problem sehe ich eher auch zum Beispiel beim Ausbau der Windenergie oder Wasserkraft oder so, wo ja auch solche Abstimmungen häufig eher eine schwierige Angelegenheit sind, dort Dinge zu erreichen. Und es sind natürlich wie komplexe Fragen, die dahinter stehen, die man kaum als normaler Bürger, denke ich, immer so ganz wirklich voll durchblicken kann oder so. Was hat jetzt was für Auswirkungen? Was es eben auch leicht macht, mit relativ plakativen Argumenten vielleicht für oder gegen solche Dinge dann Stellung zu nehmen. Eben das Wirtschaftsargument ist natürlich schon immer ein relativ starkes Argument, was ja bei jeder Abstimmung fast rausgezogen wird in die eine oder andere Richtung, was ja natürlich in der Realität sehr schwierig wirklich zu beurteilen ist. Was haben solche Dinge dann für wirtschaftliche Auswirkungen? So. Bleiben wir etwas und noch? Vielleicht ist natürlich, ja, jetzt, also ich sehe es jetzt eher auch so bei so Abstimmungen eben zu Windenergie oder so, vielleicht wichtig eben die Bevölkerung dann auch zu, dass sie partizipieren kann, direkt an solchen Projekten, vielleicht direkt die Erfolge daran sieht oder so. Ne? Bleiben wir noch etwas beim Wagentransport, und zwar Maßnahme 2.17, vielleicht eine Obergrenze an importierten Tonnen vor. Ich frage mich da, wie könnten diese Obergrenze dann auf die verschiedenen Warenkategorien verteilt werden? Oder welche Güter sollten und könnten dabei Vorrang erhalten? Ja, einerseits muss man ja sagen, die Schweiz, das finde ich so klein, dass man irgendwie auch mit der Realität leben muss, dass wir irgendwo verknüpft sind mit dem Rest der Welt. Und dass die Schweiz sich nicht selber versorgen kann. Also bei Nahrungsmitteln beträgt der Selbstversorgungsgrad zum Beispiel 50%. Insofern kann man dort auch, kann man ja kein Cap draufsetzen und jetzt sagen, wir importieren weniger Nahrungsmittel, weil das wird dann wie halbwegs zu Hunger führen oder so. Man kann natürlich ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Schweiz viel Durchlauf-Import-Exporte hat. Also es sind natürlich dann der Hauptimport, sind dann ja auch Konsumgüter, die schlussendlich hier konsumiert werden. Und das wäre dann mehr eine Frage, was sind jetzt sinnvolle Güter und was sind weniger sinnvolle Güter oder so, ne, die konsumiert werden. Also, aber ob man das jetzt wirklich in Tonnen ausdrücken kann, ist natürlich eine sehr politische Frage schlussendlich. Also bei den Nahrungsmitteln wird man jetzt kaum Abstriche machen können, denke ich, das ist jetzt schon eher ein Grundbedürfnis. Oder da geht es ja dann auch mehr um Umbau, meinetwegen weniger Import von Futtermitteln, damit zusammen mit einer Reduktion des Fleischkonsums würden da natürlich zu weniger Importen führen auf dem Nahrungsmittelsektor. Bei allen Konsumgütern, denke ich, ist dann sehr eine Frage, welchen Konsum wollen wir noch haben oder welcher Konsum ist sinnvoll und welcher nicht. Und das wird wahrscheinlich jeder sehr unterschiedlich beurteilen. Ja, ich glaube auch, das wäre eine schwierige Maßnahme umzusetzen. Also es sind so viele Entscheidungen, die getroffen werden. Ich kann schon nachvollziehen, warum es dort steht. Also man hat den Wunsch, dass wir irgendwie weniger konsumieren sollen. Und wenn wir weniger konsumieren, dann heißt das, wir importieren auch weniger. Aber wie man dieses also verteilen könnte, also was darf importiert werden und was nicht, das wäre sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ja, vielen Dank. Wir wollen dann noch so etwas eine kleine Abschlussfrage stellen. So für euch ganz kurz, habt ihr noch für unsere ZuhörerInnen so einen kleinen Appell zum Schluss? Ich möchte etwas sagen. Ich glaube, es gibt viel mehr Grund zur Hoffnung jetzt als vor ein paar Jahren. Dass vor allem im Mobilitätssektor haben wir in den letzten Jahren unglaublich viel gesehen. Erstens durch Corona,
durch die Covid-Krise haben wir gesehen, dass viel weniger geflogen werden muss. Also ich habe im letzten Jahr überhaupt, also ich bin nicht geflogen und das war für mich eine totale Ausnahme. So, ich habe in Meetings teilgenommen, die in Südamerika hätte stattfinden sollen und alle Leute haben einfach über das Internet teilgenommen und es geht. Also zweitens, wir sehen, also 2020 war das Jahr, wo E-Mobilität Mainstream geworden ist. Und natürlich ist es schön, wenn wir weniger Autos fahren, aber vor allem ist es sehr, sehr wichtig, dass jedes Auto, das auf der Straße ist, elektrisch fährt. Und das kommt schneller, als wir gedacht hatten. Und dann drittens ist es so, im Flugverkehrssektor, wir haben in den letzten 2 Jahren wirklich Durchbrüche gesehen Richtung CO2-neutrale Treibstoffe. Also beim Flugverkehr fliegen wir weniger und wir wissen, dass wir weniger fliegen müssen. Aber zweitens, das ist zum ersten Mal wirklich scheint machbar zu sein, dass wir in Zukunft nur mit erneuerbarer Energie als Energiequelle fliegen können. Und das wirklich in den letzten paar Jahren, wir haben wirklich viel erreicht. Und es gibt jetzt tatsächlich Grund zur Hoffnung, dass mindestens bis 2050, aber vielleicht auch bis 2040, wahrscheinlich nicht bis 2030, aber ich denke wirklich möglich bis 2040, dass wir einen CO2-neutralen Mobilitätssektor erreichen können. Und das ist neu und wir haben Grund zur Hoffnung. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Das letzte Jahr hat uns natürlich viele Herausforderungen gebracht und auch, wie soll ich sagen, neue Wege aufgezeigt. Ich denke, bei der Mobilität ganz extrem mit dem Flugverkehr, bei mir auch so, dass ich bin jetzt vorher nicht so viel geflogen, aber dass sich die Mobilität natürlich deutlich verringert hat und dass ich denke, dass das jetzt nicht unbedingt die Haupteinschränkung war, die ich jetzt hatte, dass vielleicht andere Dinge, wenn ich ins Restaurant gehe, mich mehr betreffen, dass man vielleicht auch sowas dann mal überlegen kann. Ja, ist es wirklich nötig, das ganze Rumgereise? Und beim Flugverkehr ist wirklich die Chance, dass wir jetzt den auch nicht wieder aufs alte Niveau zurückfallen lassen, denke ich so. Gerade auch im Geschäftsbereich, die Möglichkeiten mit dem Homeoffice und so, die sich da erweitert haben, die Akzeptanz des Homeoffice, dass das eben auch neue Möglichkeiten eröffnet für eben diese ja, Diskrepanz zwischen auf dem Land wohnen und dann immer in die Stadt pendeln und so weiter. Das, ja, ich hoffe, dass gut, vielleicht die Steigerung, die es beim Autoverkehr vielleicht eher gab, dass das eben wieder dann zurückgeht zugunsten des Pendelns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass die Leute weniger Angst haben, in den öffentlichen Verkehr zu gehen, aber vielleicht auch nicht mehr jeden Tag eben irgendwie ihre Pendelstrecke machen, sondern da so ein bisschen zurückhaltender sind. So. Na ja, gut, und für einen Klimastreik würde ich mir noch wünschen, ich kann es nicht sein lassen, dass ihr aktiv auch die CO2-Gesetze unterstützt, wirklich als Klimastreik. Es ist ein kleiner Schritt. Es ist ein zu kleiner Schritt, das ist, denke ich, allen bewusst. Aber es ist sehr fatal, finde ich, gewesen, dass Teile der Klimastreikbewegung sich dagegen ausgesprochen haben. Politik ist ein mühsames Geschäft, es geht leider nicht in große Schritten. Und wir alle würden uns wünschen, dass es sehr viel schneller vorangeht. Und es müsste auch sehr viel schneller vorangehen. Das ist allen klar, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber eine Blockade hilft uns da auch nicht weiter, muss ich ganz klar sagen. Also ich glaube, wäre sehr viel hilfreicher, wenn dieses CO2-Gesetz mit 70% Zustimmung angenommen wird, dann die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen, als wenn es mit 51% versenkt wird und man wieder mit den Diskussionen bei Null anfängt. So. Also das ja, ganz klares Anliegen auch vielleicht an euch von den Wissenschaftlern. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Ich möchte auch zustimmen. Ja. Ich möchte auch zustimmen. Also es ist ganz klar, das Wahlgesetz ist nicht genug und ist zu wenig zu spät.
es ist momentan nichts zu tun. Ich glaube, alle Politiker ist es klar, dass wir innerhalb von ein paar Jahren sowieso ein neues Gesetz brauchen, um die höheren Ziele zu erreichen, die wir jetzt haben, als wir hatten in der Zeit, wo das CO2-Gesetz geschrieben wurde. Aber also ohne CO2-Gesetz wäre es noch schwieriger. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Herzlichen Dank euch beiden, Anthony Pat und Nils Jungblut. Und auch vielen Dank den ZuhörerInnen. Falls ihr noch Fragen habt, die Zuhörenden, könnt ihr die gerne an die E-Mail-Adresse cap@climatestrike.ch schicken oder wenn ihr den Podcast auf YouTube anhört, in die Kommentare schreiben. Es würde uns freuen, euch auch in 2 Wochen, wenn die nächste Folge erscheint, wieder begrüßen zu dürfen.